aber nett von ihr, dass sie ein Kreuz macht. Juhu, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Oh, wir haben sogar drei. Captain Takedown. So, Oliver Carswell. Dein extrem reicher Freund Oliver Carswell. Sein Vater ist Risikokapitalgeber. Oliver ist schon ein paar Mal wegen Drogenbesitz verhaftet worden. Einmal wegen Verkauf. Vorzeigesöhnchen. Naja, ich weiß ja nicht. Ich würde es jetzt nicht Vorzeigesöhnchen nennen. Aber who knows? Da. Dann haben wir... Den haben wir ja gerade gelesen. Dann haben wir aber noch eine neuere Waffe. Oh, die Z93. Jetzt musst du mal überlegen, wo die ohne Jason wären. Lisa tot, Oliver wahrscheinlich an irgendwen verkauft als Sklave. Grant immer noch tot. Daisy hätte wahrscheinlich als Tochter von Dr. Earnhardt weiterleben können. Ja. Ja. Aber erstmal über die Ex-Freunde reden. Ganz wichtig, ganz wichtig. Muss sofort geklärt werden. Z93. Das Z93 ist die perfekte Waffe, wenn man jemanden ganz sicher töten will. Dieses jugoslawische Scharfschützengewehr verschießt Kugeln vom Kaliber 50 BMG. Damit könnte man einen Tyrannosaurus erlegen oder eine Wassermelone in einem Internetvideo. Wow. Gut. Wichtig, erstmal Drogen nehmen. Damit wir überhaupt wissen, was wir hier tun. Nächster Drogentrip. Ich bin ja ein Freund von den Drogentrips in Far Cry. Also die sind mega cool inszeniert. Meine Meinung. Ja. Ich bin heute zu blöd zum Tippen. Ach, egal.
Alles halb so wild. Fall das Mädchen. Ey, du küsst sie, du bezahlst. Sie hat mir an den Arsch gepackt, so wie ich das sehe. Muss sie mich bezahlen. Oder wir machen dich platt. Ich werde euch einen Scheiß geben. Hey, chill mal. Ich hab doch Geld. Riley, ja. Halt mal deine Klappe und besorg mir. Das ist richtig. Du dich auf wie eine Tussi. Was? Hey, komm, chill. Wir gehen wieder rein. Hey, keine Schlägereien hast du versprochen. Wie du willst. Verarsch deinen anderen Jungs. Hey, der Große muss zahlen. Fick dich, Arschloch. Willst du mir nicht für was Besseres? Ja, tu ich. Das ist unser Revier. Ich hab ein Hemd an. Du nicht. Du hast ein T-Shirt. Das werden wir noch sehen. Ich schäme mich gerade auch ein bisschen für Jason. Weißt du, die sterben hier alle einen grauenvollen Tod, wenn wir nicht wären. Und was machen wir? Drogen nehmen. Warum? Nachtgut. Hey Daisy. Wow, sieht toll aus. Ja, braucht noch ein bisschen Liebe, aber ist fast fertig. Danke, dass du das übernimmst. Hey, das machst du auch da draußen. Hey, darf ich dich mal was fragen? Sag mal, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, wenn sie da so drauf rumhummert. Ja, 400 Meter. Wie hat sich das angefühlt, zu gewinnen? Nicht auf dem Treppchen, sondern im Wascher, beim Anschlag. Als ob ich voll da wäre. Als wäre ich die ganze Welt. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich töten kann. Das erste Mal war schrecklich. Ja, gut ist, richtig? Far Cry ist nicht gut für mich auch jetzt nicht. Ist es, als ob ich aber es ist geil. Es ist nicht gut, es ist okay. Geil. Ja. Ja. Es ist halt so eine typische Teenie-Geschichte. Halt so Studenten irgendwo im Sklavenhandel und du denkst dir so: Fremdschämen. Kann ich nochmal Drogen nehmen? Nope. Jo. Ist der jetzt echt mitgegangen zum Kiffen? Ich glaub's ja nicht. Oh, Ollie. Willis, bist du's? Ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Ich mag Bark. Ihr werdet ihn auch mögen. AD-Moderatoren stellt auch selten dämliche Fragen. Diese Ansprache haben wir ja sonst nur einmal im Jahr zu Silvester. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Was ist das für eine Frage? Ja, das ist mal die Frage. Vielleicht keine Einstimmung. Ostern, genau. Ja, ist bald Ostern, ne? Also heute auf Arbeit habe ich auch schon den Kollegen, die ich jetzt erstmal ein paar Wochen nicht sehe, also nicht nur frohe Ostern, sondern auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und schon mal alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Gut, wir müssen also zu Borg. Borg ist cool. Je nachdem, wie man cool definiert, ist Bug cool. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Bitte. Eine Marionette zu sein ist leicht. Einfach fallen lassen und schauen, wo es dich hinzieht. Okay. Zwei Dinge in diesem Satz sind selbsterklärend.
Das mit der Marionette. ARD-Moderatorin und dumm. Naja, würde ich so nicht sagen. Es gibt auch gute ARD-Moderatoren, die zum Beispiel von der Sendung mit der Maus. Die sind früher gut gewesen. Ich habe lange keine Sendung mit der Maus mehr geguckt. Ich kann es gerade nicht sagen. Wobei der Typ von Wissen macht, der macht das doch jetzt. Der ist eigentlich ganz gut. Du siehst nicht gut aus. Ja. Ich glaube, der hat sich den Magen verdorben. Bist du Buck? Ich habe nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund. Nee, hey, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von Holt gekauft. Den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir, was verloren ist. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte? Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. Ha, gefunden. Verpiss dich. Genau. Ja, darf ich vorstellen, das ist Bug. Mit dem werden wir jetzt einige Zeit sehr viel Spaß haben. Und ihr werdet auch genau sehen, warum. Du solltest deinen Fernseher besser einstellen. Der flimmert. Gesichter des Todes, warte. Erstmal die Nebenquest machen. Keith kann auch noch ein bisschen warten. Größten Respekt für deine Taten. Die Menschen müssen sehen, dass die Piraten besiegbar sind. Dass auch sie bluten, wie wir. Sterben, wie wir. Darum brauche ich dich. Aha. Was kann ich tun? Mach Fotos von den toten Piraten vor dem Dorf. Warum? Wo ich das sehe, auf der PS4 haben die Division 1 und 2 so Projektoren gehabt. Du kleine Filmausschnitte von Schwarz-Weiß-Filmen hattest. Echt geil. Das hat auf der PS4 nicht richtig funktioniert. Das war einfach nur ein Flimmern. Nicht geil. Brudi, ich weiß, dass ich geil bin, aber das heißt nicht, dass du mich um deinen Scheiß kümmern musst. Ja. Das ist absolut richtig. Wir müssen erstmal Fotos machen. Preach. Ich finde das ja schon ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt von Toten Fotos machen müssen. Ich weiß nicht, ob er pervers ist oder so.
Hoi. Huch. Aua. Was ist das denn? Wo hast du das denn hier? Aua. Aua. Ach Gott, fick dich, Katze. Entschuldigung. Woher hast du denn das Emote für den ersten FC Köln? Oh nein, gerade einen totalen Fehler gemacht. Was? Was hast du denn für einen Fehler gemacht? Woher habe ich ein Beton-Emote? Ja, das ist eine gute Frage. Woher? Woher denn nur? Who knows? Ja, Basti. Das weiß ich. Das Lustige finde ich, dass du irgendwie, ich weiß nicht, abonnierst du da mittlerweile selber wegen der lustigen Emotes oder? Auf jeden Fall gruselig. Ja, ein bisschen. Nee, bekomm sporadisch einen zugeworfen. Weil ich habe diesen Monat echt wenig Subs geschenkt gekriegt. Sonst habe ich ja auch irgendwie, komme ich online und dann habe ich schon wieder 2 neue Subs irgendwo geschenkt gekriegt. Why not? 90% meiner Abos sind wegen der Emotes. Hm. Und dann hast du kein Emote bei mir, kein Emote, kein Sub bei mir? Magst du meinen Vars etwa nicht? Ich hätte gern wirklich mehr Plätze für Emotes. 5 Monate Abo, aber davon habe ich 2 selbst bezahlt. Ich habe, glaube ich, bin ich gerade am Überlegen. Ja. Oh, Kopfschuss. Morgen gibt's doch nicht. So. War gerade am PC aufräumen und bin bei Steam auf deinstallieren gekommen und konnte jetzt nicht mehr aufhalten. Was hast du deinstalliert? Als würde beim... Ja, auch abonnieren. Emotes fand ich schon dufte. Hinterfragen tue ich das langsam, aber bei Bruger, die finde ich nicht so geil. Ich habe Bruger früher auch abonniert, aber ich gucke ihn mittlerweile auch überhaupt nicht mehr, weil das so... Die Sachen, die er macht, die interessieren mich so null. Das ist nichts gegen ihn oder so, aber das ist so... Mir gefällt sein Content aktuell nicht. Das ist mir zu gezwungen irgendwie. Also klar, jeder, der Affiliate-Status hat und also es kann mir keiner erzählen, dass das keiner macht, der nicht irgendwie doch mal darauf spekuliert, ein bisschen Geld damit zu machen. Aber bei ihm finde ich das so, man merkt halt richtig, dass er davon leben muss. Und er lässt das, ich würde jetzt nicht sagen, raushängen. Das wäre falsch. Aber ich finde, es ist zu präsent. Weiß ich nicht. Ich gucke ihn nicht mehr, seit er nur noch Twitch macht. Die YouTube-Videos waren geil. Ja, also seitdem... Ich gucke ihn jetzt, glaube ich, seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr. Er war richtig... Er gehörte wirklich zu meinen Lieblingsstreamern. Weil es hat mega viel Spaß gemacht.